Jetzt könnt ihr mich hören. Ja, war scheinbar disabled. Keine Ahnung warum. Moin, moin und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Sabtu und wir zocken Pokémon Legends Arceus und machen ein Massive Outbreak. Aber es das heißt eigentlich nur Outbreak. Aber irgendwie ist massiv auch immer so ein bisschen, weiß ich nicht. Im Deutschen heißt es ja massiv Auflauf. Das hört sich richtig bescheuert an. Deswegen sage ich Outbreak. Wir machen Outbreak. Und herzlich willkommen, Bro. Herr Jan Kula. Mit den Kula Augen. Ne, so cooler sind deine Augen gar nicht. Aber ey, ich glaube, das hat nichts damit zu tun. Was geht, Bro? Was zockst du? Was liest du? Was guckst du? Erzähl mir Sachen. Erzähl mir Dinge. I wanna know. Während ich mir mal Dashboard anmache. Dash, dashy, dash, dash, dash. Fallout 4. Wow, echt jetzt? Ist es wieder soweit? So absolut gar nichts mehr zum Spielen und deswegen Fallout 4? Oder wie? David habe ich das auch vorgeschlagen. Der hat gesagt so, nee, das habe ich schon 12 Mal durch, deswegen mache ich das nicht mehr. Nicht so, okay. Was will denn Hisoka von mir? Oh mein Gott, es ist Hisoka. Sieht er nicht verdammt cool aus? Neueste Figur. Ist er nicht cool? Richtig, richtig gut. Hisoka. Einer der besten Charakter von Hunter Hunter. Von X. Aber der passt hier nicht hin. Wo mache ich den am besten hin? Hat er einfach Bock? Er hat einfach Bock. Ja klar, wenn man einfach Bock hat, dann ballert man halt. Ich glaube, ich packe Hisoka mal hier hin, aber ich glaube, dann sieht man den nicht so, oder? Wenn der hier steht. Ich meine, die meiste Zeit spiele ich ja so. Ja, doch, sieht man schon. Und was ist mit Kingdom Hearts, Memory of, nee, Melody of Memory. Einmal gespielt, schon kein Bock mehr. Jetzt zwar ein Kingdom Hearts Spiel, aber es ist halt so ein taktisches Musikspiel. Und es ist halt echt nervig. Aber ich wollte das Kingdom Hearts Spiel haben, weil da sind scheinbar, was steht hier? Inklusive ein komplett neues Kapitel. Erlebe die Geschichte von Kingdom Hearts. Inklusive ein komplett neues Kapitel. Ein komplett neues Kapitel heißt das. Das sind halt Bonus-Informations drin. Und die spielen eigentlich nach der letzten Story. Warum spielst du eigentlich kein Lost Ark, so wie eigentlich alle aktuell? Erzähl mir das mal. Und wir gehen auf. Hallo. Weit weg, weil die überlastet sind und unnormale Wartezeiten hat. Ja, und jetzt sind gerade die europäischen Server online gegangen, aber es ändert einfach mal gar nichts. Es ändert einfach nichts. Die Ladezeiten haben sich nicht normalisiert, trotz der europäischen Server, die gerade online gegangen sind. Das ist einfach so krass. Aber das Spiel muss ja unglaublich gut sein. Weil, also ich habe mir auch überlegt, ob ich nicht damit anfange. Ist ja ein Free-to-Play-Game. Aber ich warte erstmal noch, weil wenn die Server wirklich so krass überlastet sind, sollen die erstmal alle richtig abrushen und ich komme dann schön in Chill, spiele ich das dann in meinem Rhythmus. Ja, ich merke, ich bin ein bisschen aus der Übung. Ich habe länger nicht mehr meine tägliche Routine gemacht, deswegen sind da ein paar Fehlnoten mit drin. Aber das wird besser.
irgendwas ist da falsch, ich weiß noch nicht was. Ist ja auch gut, aber ich habe nach dreimal jeweils eine Woche nicht so einen Turn drauf. Ich habe nach dreimal jeweils eine Woche. Ach so, die Überlastung meinst du jetzt, oder dass du in der Warteschlange bist? Ich weiß noch nicht was. Ja. Yep. Ach so, ja gut. Kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen. Ich hab's. Okay, es reicht mir. Kein Bock mehr. Und weil ich es vielleicht schon zu oft gespielt habe. Es geht zu oft. Also, wenn ich mir so aktuell die Leiste bei Twitch von empfohlenen Streams angucke und dann sehe, was hier da alles spielen, dann denke ich mir so, okay, Lost Ark, Lost Ark, Lost Ark, Lost Ark. Also, wo ich mir so denke, so, warum spielen die das jetzt alle? Aber es muss halt wirklich extrem gut sein. Aber ich denke halt mir so, okay, but why though? Oh, was ist das denn? Replay? What do we got here? No replay. No, no. What the fuck? Neues Gerät wurde angemeldet. Okay. Neues Gerät wurde angemeldet. Oh. Okay. Alter, ich krieg einfach mal von Nintendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 No Replay Account. Neue Anmeldeversuche. Und die sind alles, das sind alles dieselben. Die sind alle gleichzeitig. Die sind einfach mal 7 Stück bam, 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 rausgegangen. But why? Ich verstehe das nicht. Also Alpha- und Beta-Tester kann ich das bestätigen. Ist halt mega gut. Ja, okay, du bist ja wirklich, du bist ja ein richtiger Bieter. Transaktion. Ich habe wieder Geld ausgegeben, doch ich habe es eigentlich gar nicht. Ich krieg erst nächste Woche Geld. Aber ich dachte, scheiß drauf, ich kaufe jetzt halt für 60 € wieder was. Und ich würde sogar noch mehr kaufen. Aber nee, ich dachte so, jetzt nochmal 40 € sind das schon 100 € und 100 € einfach ausgeben, obwohl ich gerade erst. Nee, es geht halt einfach nicht. Nein, ich habe nicht gecheatet. Du bist ein Bieter. Find dich damit ab. Es ist ja auch schon Cheaten, wenn du einfach so, wenn du das normale Gameplay schneller durchspielst, weil du halt schon ein Beta- und ein Alpha-Tester warst. Dann ist es auch schon Bieter. Du weißt doch, wie es bei Kirito war. Der hat auch nicht gecheatet und trotzdem wurde er als Beta gekennzeichnet. Ja, ich brauche trotzdem mal mein Dashboard. So, ich muss mal Kopfhörer anziehen, damit ich überhaupt was höre. Ich habe ja noch nebenbei noch einen anderen Stream am Laufen. Ich habe mir jetzt endlich mal von gestern auf heute
Windows 11 installiert, weil die nerven mich halt irgendwie alle Jubeljahre, nerven die mich halt mit Windows 11 und deswegen habe ich das einfach mal installiert. Und ja, gut, es ist wieder ein bisschen anders. Es ist halt wirklich wieder so ein bisschen anders. Wo ich so denke, so, okay, why? Warum? Warum immer diese grafische Veränderung? Also, die verändern halt die Position von gewissen Dingen und das ist halt schon irgendwie nervig. Warum ist mir eigentlich so warm? Und Grüße genauso, alle, die gerade neu zugeschaltet haben. Herzlich willkommen. Wir machen ja, Outbreaks. Okay. Okay. Ich gehe mal ins Spiel rein. Kann ja schon mal nach und nach suchen, einen guten Outbreak. Zack. Hä? Warum zeigt er es nicht an? Was ist das? Da ist ein Fehler in der Matrix. Yannick, schreib mal was rein. Chat ist irgendwie nicht da. Ich mach Chat nochmal zu und Chat wieder auf. Nee, kommt nichts. Chat ist kaputt, guck mal. Chat ist richtig broken. Wow! Hier ist ja einiges broken. Ach, meine Sachen kommen, nur deine nicht, oder wie? Mach mal jetzt nochmal. Machen wir nochmal. Ah, jetzt kommt's, okay. Chat ist wieder gefixt. Das ist sehr gut. Chat ist wieder am Start. Okay. Okay. Wir haben letztes Mal Werbung. Ist es schon soweit? Uff. Sorry. Aber es wird 10 Minuten lang keine Werbung geben. Ja, bist du wieder da? Jetzt bist du eigentlich wieder da. Herzlich willkommen zurück von der Werbung. Es gibt jetzt 40 Minuten lang keine Werbung, so wie es aussieht. Ich verlängere sogar noch mal um 5 Minuten. Bam. ja, also beim letzten Mal haben wir Legendäre gefangen. Wir haben viele Legendäre gefangen. Wir haben hier jetzt ein Palkia. Ich habe mein Darkrai. Ich habe Giratina gefangen. Das habe ich aber noch nicht im Team. Auch die Urform. Nee, bin schon länger wieder da. Hey, bei mir ist aber gerade eben erst abgelaufen gewesen. Ich habe ein bisschen Kohldampf. Alter, was ist mit dir, ey? Du bist ja viel zu. Wieso ist das verdammte Ding so groß? Ich liebe diese Urform von Dialga. Die ist halt irgendwie richtig nice. Die hat so ein bisschen was von Metacross, finde ich. So was die Füße angeht. Ich schalte dich auf stumm. Lass deinen Stream aber an. Bye bye. Okay, alles klar. Haust du rein, Bro. Sudle. Dann lass mal gucken, dass wir einen guten Outbreak finden. Was hast du? Okay. Scheinbar habe ich hier noch Dinge. Oh, meine Sachen wurden gefunden. Ach, das ist ja cool. Annehmen, na klar. Danke, Zoe. So, ja. Ich muss auch irgendwie auf Stufe 10 auch noch kommen. Gibt es noch bessere Bälle als die, die ich jetzt habe? Ich bin mir nicht ganz sicher. Was haben wir? Wir haben Zikade und wir haben ein Georock. Das heißt, wir rerollen das mal. Was haben wir eigentlich hier? Das verehrte Pokémon. Begegne allen Pokémon und spiele dann am Altar des Sinnoh-Tempels auf deiner Flöte. Ew, das meine ich. Ist ja Sauerei. Das ist ja eine rosa Rathian. Und sie hat sie gefangen. Hat die einfach gefangen.
Eistee. Was ist das eigentlich für einer? Das ist der Bra Bra Brati. Es gibt Kappis Brati. Und der ballert übertrieben krass. grüner Tee. Grüner Tee mit Vanillegeschmack. Deswegen kauft ihn auch keiner, deswegen war der so billig. Wir gehen wieder zurück, oder? Soll ich mal gucken, ob es hier irgendwelche seltenen Sachen gibt? Zum Beispiel ein Rotom in Rare. Was denn das da? Rihorn, okay. Hä? Hab ich mal gesehen? Verzieh dich. Geh doch zu Netto. Also, wir fangen jetzt dieses Elektroball mit einem normalen Pokéball. Bam, Junge. Das, da muss da jetzt drin bleiben. Und Grüße raus, weil wir gerade neu zugeschaltet haben. Herzlich willkommen. Wir müssen noch eins fangen. Da ist noch eins. Da drüben müsste auch irgendwo noch eins sein. Ich switch mal hier rüber. Bam, den fangen wir auch noch. Der darf auch drin bleiben in diesem normalen Pokéball. Jupp, bleibt da. Okay, können wir hier weg. Oha, da ist das Elite. Der hat mich gesehen, ach so. Wir kämpfen jetzt! Motherfucker! Luxra. Ist bestimmt. Ne, ist nicht schnell. Okay. Ich dachte so, Steinattacke, es ist ein Elektro-Pokémon, wird doch richtig stark reinhauen. Nö! Normal effektiv. Okay, was hat das jetzt für eine Schwäche? Erde, ne? Wie alles andere auch. Ja, aber ja klar, ey. Okay. Kriegen wir auch hin. Stahl. Hallo? Das ist jetzt gar nicht mal so stark. 55 ist halt eigentlich eher lame. Das gibt doch nicht viele Erfahrungspunkte. Und auch nur ein N. Voltoball. Ich habe Elektroball gesagt, ne? Sorry, wrong. Gib mir keine Sachen. Los. Das ist ja Müll. Ich bin mich verarscht. Nichts, was hier glänzt, ne? Ja, ich bin blind, aber ich habe doch eine Brille an. Okay, ach du Scheiße, ich hätte den ganzen Kram hier mitnehmen können, ne? Auch nicht gemacht. Dass der immer nach unten geht, ne? Das ist doch echt bescheuert. Da ist das erste. Wo ist das andere? Hier oben? Also ich renne auf jeden Fall drauf zu, ne? Das nicht. Das ist. Dieser. Was ist da? Ja, aber warum? Das super die Tasche zugeschickt.
Oh my god. Look at this. Fast tot. Oh my god. Look at this. I wanna have it. Ja, komm mal zu mir. Immer schön der Nase nach. Nee, das ist schon wieder falsche Richtung. Was mit dir, du kleiner Fraggle? Schon eins der stärksten Pokémon, ne, hier. Okay, okay. Bleib drin! Du Sack! Nein, nope, nope, nope. Okay. War ein Hyperball! You son of a bitch. Und es fängt an zu regnen. Geil. Das wird ja immer besser hier. Dass der immer noch getriggert ist, ne? Hör doch mal auf jetzt damit, getriggert zu sein. Ich bewerf dich! Bewerf dich! Ja, da kannst du noch so schreien. Du hässlicher Fraggle. Dreh dich um! Bewerf dich! Wir müssen auf jeden Fall wieder einen Abstand gewinnen. We got it! The first one! One, 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 one. Du bist nass, guck nicht so. Du bist nass, ich hab den Pokéball im Kopf. Nice. Da ist Nebulak. Okay. Ich würde gerne noch so eins fangen, wenn ich ehrlich bin. I wanna have more of them. Ich bin verschluckt und bin dabei fast gestorben. Und dann hatte ich Schluck auf. Was ist das für eine Schneise da? Seht ihr die? Seht ihr die Schneise da? Was ist für eine Schneise? Darf er das? Darf ich aufs Wasser? Ja, ich darf aufs Wasser. Nee, ich darf nicht aufs Wasser, war ja klar. Darf ich hier? Ja, darf ich. Da ist es! Da ist die Schneise! Seht ihr sie? Oh, ich darf nicht mal zu der Schneise hin. Oh Mann. Richtig gut. And then I died. Die, die, die. Schaff ich's noch? Schaff ich's noch? Schaff ich's noch? Ja, ne? Oh. Hello you. Hey. Somewhere. Ach, das geht wieder nicht, okay. Dann geradeaus. Oh, back. Hi guys. What is... Was haben die hier kaputt gemacht? Ein Pipi haben sie umgeworfen. Dürfen die das? Und hier ist so ein hässliches Heslon. Heißt das doch, oder? Ja, wir gehen zurück und gucken mal, ob wir einen Reroll bekommen. Ja, ich habe sogar ein paar Pokémon gefangen. Oh my god. So nice. Der ist hier Money. Oh, 800.000! Ich bin Rich Bitch. Rich Bitch! Ich kann heute leider nicht so lange machen, Leute, weil ich muss noch Hausaufgaben aufbekommen, muss noch ein paar Hausaufgaben erledigen. Später.
Falls ihr geile Burger-Variationen im Kopf habt, ballert alle raus in den Chat. Das wäre super. Ich muss ein paar aufschreiben. Nur ein paar. Horizon Forbidden. Die spielen schon Horizon? Den ihr ernst? Forbidden West. Wie lange spielt denn das schon? 3 Stunden 26? Oh my god. Und wie lange spielt Krogi schon? 2 Stunden. Das ist ja voll unfair. Das ist ja voll rigged. Die spielen einfach schon Horizon. Unbelievable. Mein Dashboard ist gerade einfach verschwunden und ich probiere es gerade wieder zu bekommen, aber mein Handy reagiert nicht. So ein Dreckshandy, ey. Okay, ich habe ja ein paar Sachen eingesammelt, die müssen wir natürlich wieder jetzt abwerfen. Weg damit und dann gucken wir mal. Hallo du! Massiv. Chanera. Oh, das habe ich schon in Pokémon Let's Go gehuntet. Und da habe ich wirklich 17 Stunden für das Drecksvieh gebraucht. Und das ist einfach nur grün. Und doch nicht geil. Während wir rollen, können wir auch ein bisschen Kohle sammeln, oder? Wir machen Kohle und sobald wir einen guten Outbreak haben, dann nehmen wir den. Wie lange stream ich schon? 36 Stunden, also ich darf meinen Tee jetzt trinken. Der sollte circa 20 Minuten ziehen lassen, bevor ich den trinke und das haben wir auf jeden Fall jetzt erreicht. Schmeckt schon geil. Okay. Hey. Oh wow. Da ist keine, da ist keine, da oben ist keine, da ist keine. Where is she? Da oben ist sie auch nicht, da ist sie nicht. Sie steht hier nicht im Gras. Now I'm really angry. Hab ich eigentlich schon Pikachu? Auf Level 10? Ich glaube nicht. Das muss ich unbedingt auch noch machen. Jetzt gehen wir auf die Anhöhe zurück und gehen dann mal nochmal in die andere Richtung. Weil hier kann die auch ab und zu nochmal auftauchen. Hier steht die manchmal ab und zu. Da an der Ecke steht sie ab und zu mal. But she is nowhere. Das ist ja rigged. Ab und zu ist sie auch hier. Auch nicht. Was wollt ihr von mir? Ist gleich weg. Da ist sie nicht. Okay. Wir gehen das an und dann komplett zurück und gucken mal unseren Reroll an. Ich hatte ein paar geile Outbreaks, aber ich wollte sie nicht wahrnehmen, weil ich einfach am Farmen war und nicht am Hunten. Ich dachte so scheiß drauf, ich mach einfach weiter. Onyx! Ist das geil? Onyx. Ew.
Ich bin kein Freund von Gesteins-Pokémon, deswegen... Nö. Nö. Zieh dich, Onix. Wir finden was Besseres als dich. Feuerstein, ey. Sternstück. Ich hätte gern lieber ein Meteoritenstück, wenn ich ehrlich bin. Ist sie? She isn't there. Why though? Ein großes. Oh mein Gott, es ist Meckertante. Frieda, die Meckertante. Frieda, die Meckertante. Ich mache meinen Mund so krass auf. Das gefällt mir nicht. Eigentlich ist sie voll harmlos. Also, die ist halt eigentlich ganz anders drauf. Aber die hier ist halt einfach so wütend. Die hat so viel Wut in sich, das macht mir Angst. Das macht mir richtig Angst. Wieso ist sie so wütend? Als Arena war die voll cool. Zorak. Baller ihn weg. Rex Blizzar. Hi, my name is Rex Blizzar. Komm, jetzt stell ihn mal nicht so an. Guck mal, wie die da abgeht. Darn your legs. Hä, wieso? Da vorne bin ich gelandet. Hier wurde ich hingeschickt. Wo ich mir so denke. Okay. Kein Pikachu. Schade. Wir gehen mal hoch und nochmal in die andere Richtung. Und dann gucken wir uns den nächsten Outbreak an. Yes. But not this magician. No, 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 no. Manchmal steht sie da in der Ecke, manchmal hier oben drauf. Dann hier noch in der Ecke steht einer oder hier am Baum. Aber zwischen dem Baum steht keiner. Das heißt, wir gehen raus. Knochige Knochendinger. Du bist dumm. We are going back and looking for another outbreak. Also, das ist wirklich die beste Methode, um Geld zu farmen. Einfach die Schwestern immer wieder in diesem Gebiet abklappern. Und wenn sie nicht da sind, dann halt nicht. Oh, jetzt ist es komplett aus. Gibt kein... Das ist ja doof. Also hier, das ist wirklich die beste Geldmachmethode in dem Spiel. Ich habe so meine 800.000 Pokédollar gemacht. Hieß es damals schon Pokédollar? Ich weiß es gar nicht. Es gibt nämlich immer dieselben Spots und hier im ersten Gebiet sind halt die meisten Spots, wo sie auftauchen können. Da oben drauf, da an der Ecke, hier in der Ecke, hier ohne an dem Stein. Aber there she is, isn't. Oh, dann kannst du nebenbei noch halt Glitzer erfahren. Also dann taucht sie manchmal hier im Gras, steht sie manchmal. Eine von den dreien zumindest. Hier unten im Gras steht manchmal jemand. Und zwar da auch niemand. Oder halt da zwischen den Bäumen. But there is nobody. So, well. And no Pikachu here. So, well. Let's go on the other side. Ach, ich kann ja gar nicht gerade fliehen, ne? Doch, jetzt kann ich wieder. Mich wundert, dass Matti kein Forbidden West spielt. Oh, ich bin schon wieder müde, ey. Chris, was macht der Tee? Manchmal steht sie hier auf der Anhöhe.
Oder hier auch unten im Gras. Ist sie da? Ne, ist ein Vogel. Manchmal steht sie hier auf der Seite, but there she isn't. Und hier ist ja schon Bäume auch nicht. Krass. Okay. Dann gehen wir mal zurück und gucken mal, ob wir wieder ein paar Outbreaks haben. And if not, then. Wir sind schon seit 44 Minuten am Zocken. Bumba, bumba, bumba. Oha, immerhin. 4 Stück. Ja. Ja, was haben wir? Was haben wir? Ein Knospi, ey. Der will mich doch ärgern, oder? Der will mich doch ärgern. Something good, please. Also, wenn wir bis in einer Stunde nichts gefunden haben, dann gehe ich. Dann habe ich keine Lust mehr. Wie gesagt, ich kann wirklich nicht so lange machen, weil ich muss ja noch ein bisschen Hausaufgaben erledigen. Es hagelt! Es hagelt! What the fuck? Ich dachte, der Sturm ist vorbei. Es war so schönes Wetter vorhin. Aber jetzt hagelt es einfach mal auf meinen Balkon. Was sind das für riesige Hagelkörner? Ich habe ein bisschen Angst um mein Auto. Ich muss mal gerade mir diese Hagelkörner angucken. Bin sofort wieder da. Ach du Scheiße. Leute. Das ist ja übel. What the? Ach du Scheiße. Das ist alles voll mit Hagelkörnern. Ich sehe nur noch weiß. Krass. Richtig krass. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Hört ihr das? Hört ihr das? This is rainy day today, but it's hagely day. Ja, die sind so groß wie von einer Soft Air, die Kugeln. So groß sind die Hagelkörner. Das ist schon übel. So. Let's take a look. Aber das ist jetzt keine Compton, das ist jetzt halt richtig rigged. Weil normalerweise ist immer mindestens eine bei jeder Reroll da. Das ist Vorführeffekt, Leute. Nobody. Let's go this way. I like to go this way. I wanna fly it away. Yay! Das ist ein bisschen zu laut. Ich wollte ein bisschen frische Luft in mein Zimmer lassen, aber irgendwie ist das halt extrem laut gerade. Okay, es hat wieder abgenommen. Das nervt mich ein bisschen, dass hier keine mehr ist. Das finde ich ja richtig übel. Kein geiler Outbreak, keine Schwester. Was bleibt mir denn dann? Oh, da kommt die nächste Welle. And then they died. What the fuck? Mach wieder zu, das ist zu laut. Das ist viel zu laut. Scheiße, ey. Frische Luft? Nein, es ist zu laut. Also ist mir da draußen viel zu hagelig. Kennt ihr das? Wenn es zu hagelig ist. Das ist voll eklig. Mal gucken. Ich geh mal zurück ins Dorf. Servus! Marco, herzlich willkommen im Stream. Grüße gehen raus. Es hagelt. Es ist richtig hagelig da draußen. Es gefällt mir nicht.
Hagel besiegt frische Luft. Das ist wie bei Schere, Stein, Papier. Wenn einer Hagel macht und einer macht frische Luft, dann gewinnt der Hagel gegen die frische Luft. Weil zu laut. Viel zu laut. So, wir gucken mal. Oh, was haben wir? Wir haben Bidica. Oh nein, nicht Gott. Bidica ist Gott. Was haben wir hier? Hier haben wir Mantax. Ist jetzt auch kein geiles. Ich hätte gern Cabador. Das wäre geil. Oder Pikachu. Alles gut bei dir? Ja, alles gut. Ich habe heute gearbeitet. Entspanntes Arbeiten heute. Und war jetzt eben nochmal und habe ein bisschen Geld ausgegeben. Zu viel Geld mal wieder. Und ja, jetzt chill ich noch ein bisschen im Stream. Habe aber noch ein paar Hausaufgaben auf. Deswegen mache ich leider Gottes nicht so lange. Und grüße genauso, alle, die gerade neu zugeschaltet haben. Ich mache schon ein bisschen, aber nicht allzu lange. Also es wird kein krass langer Stream, weil ich muss ja auch morgen wieder arbeiten. Ich muss ja wieder um 4:30 aufstehen und wie gesagt noch ein paar Hausaufgaben erledigen. Wie geht's dir denn? Bei dir alles gut? Ich habe vielleicht gerade ein bisschen sehr schnell geredet. Das tut mir leid, falls man mich nicht verstehen konnte. Wenn ich was zu erzählen habe, dann wird es immer schneller und schneller. Und ich suche gerade die Schwestern, um ein bisschen Kohle zu machen, aber irgendwie... There are no sisters in here. Why though? Ach man. Das ist halt der... Oh, da ist sie. Denn. Hi. Da steht sie einfach mal hier oben auf dem Hügel. Wie jetzt? Du hast mich erwischt? Und jetzt wird die wieder wütend. Die ist einfach viel zu wütend. Guckt euch mal an. Reingelegt! Die ist viel zu wütend. Das, so kennt man Frieda halt einfach gar nicht. Diese Wut! Das macht mich wütend, dass die so wütend ist. Rex Blizzard gegen Sororak, aber it's not a normal Sororak, es ist Sororak in krasser als normal. Es ist ein Hisui Sororak. Und zwar in lila. Und ein Flammo von Rex Blizzard ist Rex Blizzard. Like a Rizzard. Hallo, my name is Rex Blizzard. Okay. Cringe. Und weg ist sie wieder. Ist so ein bisschen wie so ein Eremit. Die macht, das ist die Kampfpose von Jiraiya, die sie macht. Finde ich voll witzig. Marco ist nicht mehr da, oder wie? Wie kann man denn Fragen stellen, die nicht beantworten? Nicht abwarten. Du musst doch warten, bis ich sie beantwortet habe, bevor du gehst. Und Gegenfrage. Hallo, Gegenfrage. Auch beantworten, bitte. Oh. Hi ihr. Ja, ich wollte mal das abholen. Was ist das für ein riesiger Vogel? Oh mein Gott, da ist einfach mal so ein Elite Pichu. Das will ich haben. Das sind nicht die Druiden, die ihr sucht. War ich nicht! Das wird sowas von reingesnackt. Guck diese glühenden Augen an. Von diesem Pichu. Pikachu, du bist mein bester Freund. Oh, das bleibt nicht drin. Oh, so ein Pichu. So ein Pichu-Outbreak wäre richtig Bombe. Pikachu. Du bist dein bester Freund. Was? Du bist sein bester Freund. Was?
Du bist ihr beste Freundin. Din, 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 din. Aua! Oh, eine andere Schwester wäre jetzt schon noch geil, oder? Oh, da ist ein böses... Kleinstein. Ein Kleinstein. Okay, wir gehen und gucken mal, was wir... ob wir einen besseren Reroll jetzt haben. Alter, ich verstehe das nicht. Da kommen Leute rein. Sagen Hallo. Fragen was, warten nicht auf die Antwort und gehen wieder. Das ist eine Frechheit, wirklich. Das finde ich nicht in Ordnung. So, weg damit. Brauche ich nicht. Ich habe übrigens ein neues Spiel geholt. Hier, it's Xenoblade Chronicles 2. Braucht noch ein bisschen, bis es, oh, es ist pausiert, weil ich am Spielen bin, oder was? Okay, sonst hätte es schon längst fertig sein müssen. Ja, ist egal, wir spielen das heute sowieso nicht mehr, aber ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich das streamen will. Ich glaube, ich werde das nicht streamen, sondern privat spielen. Ja, das ist Pichu. Pichu, du bist mein bester Freund. Ich brauch dich. Ja, aber es war Xenoblade Chronicles 2. Mit dem DLC. Ich habe es für 60 Euro erworben. Es kostet eigentlich 89. Richtiger Schnabber. Oh mein Gott. Teddy Urser. Dann könnten wir Luna bekommen, ne? Das wäre eigentlich in Ordnung. Teddy Urser? Ist gut, oder? Wir gehen rein. Wo ist es? Warte mal. Mal gucken. Da unten bei der Bergbasis, okay. Das kriegen wir hin. Bergbasis. Yo! Wir haben ein potenzielles Shiny Pokémon in Aussicht. Und wir werden abspeichern. Wo ist der? Wo ist der? Da ist er, ne? Ja, okay. Let's try it out. Habe ich gespeichert? Ja, habe ich. Oh. Da sind sie. Okay. Ey, wenn wir das jetzt instant schnell bekommen, das wäre ja richtig insane, oder? Ich werde Hyperwelle benutzen, so wie immer, ne? Wie viele kommen da jetzt denn noch? Oh. Kommen noch mehr jetzt?
glaube, das war's. Muss mal gucken. Wir sind bei 9. Okay. Wenn ich die abgeben würde, dann wären wir sogar noch bei 10 und ich könnte sogar noch besser Shiny hunten. Aber das ist jetzt nicht relevant. Und wir gehen wieder rein. Das ist unser Shiny Hunt. Den machen wir jetzt eine halbe Stunde und gucken mal. Und wenn das nichts wird, dann gucken wir, ob wir übermorgen weitermachen. Weil morgen nicht, weil da bin ich nicht da. Wobei, ich glaube, es wird zu spät. Pogo Domäne, der Supermarkt. Okay. There is nothing to do here. We'll go. Yep. Wir bleiben bei Teddy Urser. Ich muss speichern. There is no shiny. Es war. Au! Mom! Bam bam badum, bam 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 bam. Die rennen immer weg, das finde ich doof. Ja. Das chillt ab. Das rennt. Okay. Hä? Einfach mal alles gefangen. Bam, 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 bam. Es war kein Shiny dabei. Also, wir rerollen. Reset. In the. Nein, sag es nicht. In the. Nein, sag es nicht. In the. Pappe. Die Mappe besteht aus Pappe. Yeah. Und der Damage war nur von geringem Wert. Damage. Direkt auf des Monsters Rübe. Damage. Wie ich das liebe. Damasch, Damasch. Über 2000. Ey, die haben zu Mobile gewechselt. Das ist rosa oder pink oder sowas. Mag ich nicht. Wir switchen. Wir switchen nicht. Wir resetten. Weil ich will natürlich jetzt bei Tiddyrazer bleiben. Ah, 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 ah
So, wir gehen zurück. Nichts. Okay. nichts. Okay. Okay. So. Gib mir. Nee, auch kein Nasgnet. Und hier, Driftzeppeli habe ich schon und Staralili finde ich auch kacke, aber Nasgnet ist ja noch beschissener. Ich will Teddy Öse zurück. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es halt in der nächsten Reroll wieder Teddy Öse ist. Es hat aufgehört zu hageln. Ich glaube, ich mach mal wieder auf, weil frische Luft und dann werde ich auch nicht so schnell müde. Teddy 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 Urza. Oh, ich hab euch gehauen, Chat. Das tut mir leid. Das wollte ich nicht. Tsunami. Teddy 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 Urza. Ey, dieses Glänzen der Erze, die man hier einsammeln kann, ne? Das haben sie sich von Monster Hunter abgeguckt. Es geht, oder? Gib mir Teddy Urser. Da ist es. Oh, Gott sei Dank, ey. Gott im Himmel. Schenk den mehr. Erdbeben. Was geht denn? In Deutschland geht ein Beat um. Vom schicksten, dicksten Viertel bis in die Sozialhaussiedlung. Erdbeben. Ach, es geht. Es geht von einer zurück. Was geht denn? Wo bin ich hier? Ist da? Nö, schade. Hätte sein können, dass da ein Shiny Teddy Urza ist. Ich weiß auch nicht, wie das aussieht, ne, in Shiny. Ich will direkt kämpfen. Okay. Das bleibt nicht drin, okay. Da ist noch eins. Bam! Von hinten! Okay, das war's, oder? Nur noch die beiden da hinten jetzt. Da kommt keins mehr. Reroll! Lecker. Der Tee ist jetzt leer. Das ist kein gutes Omen. Gebrochene Teile. Wo bin ich hier? Wer bin ich überhaupt? So, gib mir ein weiteres Teddy Urser. Es ist Arschgesicht geworden. Auch geil. Wie das immer switcht. Warum? Soll man darauf gelockt bleiben? Nein, Teddy Urser ist jetzt selten, weil es hat eine Hisui-Form. Und alle Pokémon, die eine Hisui-Form haben, sind selten. Buhu. Ich habe schon einen Shiny Hisui.
Don't give me that. Give me trouble. Take me. Give me trouble. Take my soul. But don't take my rock and roll. Don't you dare. Oh, don't bam. Bam, bam, bam. Hallo. There it is, Teddy Erzer. So, wir speichern und gucken mal, ob jetzt vielleicht ein shiny Teddy Erzer der ist. Nope, there is no shiny Teddy Erzer. But maybe there comes another one. Ich will wieder eine Elite Shiny haben. Ne? I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Think about it every night and day. Spread my wings and fly away. Okay, es reicht. Ich hab genug. Den Tee, ich trinke, der geht bis 5 Tage nach meinem Geburtstag. Ist der haltbar? Krass. Kra, kra. Scher drauf. Ich spuck dabei voll. Alles voll. Ich spuck hier alles voll. Nee, hier wackeln Bäume, ist ja eklig. Entschuldigen Sie, lassen Sie mich bitte zurück. Keine Sorge. Okay. Who is who? Ich bin einfach voll müde, ey. Gar keinen Bock auf Hausaufgaben, aber ey. Hallo? Ja, ach so. Pogo Domene, der Supermarkt. So, we are spicing up. And then we are taking a look. Small. Sind auf jeden Fall keine Shinies. Ich will auch mal 2 Shinies auf einmal. Und eins davon muss eine Elite sein. Alter, das ist kaputt. Das ist kaputt. Das ist richtig Schrott, ist das. Hä? Nani?
Ja, du. Es rennt halt einfach. Was ist mit denen? Don't run away. Bam! Ja, ich hab dich. Ich hab dich, hab ich gesagt. Ich hab gesagt, ich hab dich! Ich hab dich in den Rücken geschossen! Genau so. Okay, aber ja, kein Shiny. Also es war irgendwie überflüssig, das jetzt. Ne, aber ich gehe schon wieder raus. Ich gehe raus. Ist ja in Ordnung. Juhu! Ja, jetzt. Zum Haku zurückkehren, rückkehren, rückkehren. Evil Pen Evil. Ach, Horizon kommt morgen raus. Und alle krassen Influencer mit viel, mit vielen Leuten, die dazugucken, die können es heute schon spielen. Aua, wie war das? So, wir gehen wieder rein. Okay, ist auf jeden Fall... Die haben wir schon. Das heißt, das ist auf jeden Fall new. Jetzt könnte es langsam mal kommen. Wir haben nämlich nicht mehr so viel Zeit. Also ich verstehe das immer noch nicht. Wieso ist denn das jetzt gelockt? Der Vogel. Eben war die ganze Zeit immer wieder zum Anfang das Reh. Da haben wir jetzt hier. Mit 3 Bier. No shine. Okay. Let's get it. Got you. Da kommt keiner mehr. Okay. Hallo. Hi Lucy, herzlich willkommen. Was geht ab? Hast du frei? Bist du nicht am Arbeiten?
Heute ist Donnerstag. Oder bist du jetzt krank? Ich hoffe nicht. Ich find's wohl schade, dass ausfällt übermorgen. Teddy Urser und Arschgesicht. Arschgesicht Skunkapoo. Aber wir gehen Teddy Urser. Ich bin krank. You know why. Oh no! Aber nicht damit irgendwie. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich bin auch todessauer. Ich habe mich so gefreut. Ja, das ist halt echt ärgerlich, dass es halt alles nicht funktioniert. Ich bin auch gefreut. Obwohl ich nicht glaube, dass im Willebad so krass geile Aufgüsse sind, oder? Teddy Urser! Oh, Teddy Urser kenne ich noch von den Pichu-Brüdern. Kam Teddy Urser auch vor in einer Episode bei Pokémon Channel. Das war richtig gut. Das war unfair. Ich fange sie alle! Wieso wackt dieser Baum? Bam, 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 bam! Das war kein Shiny, ne? Komm schon, gib mir mehr! Ich fange sie alle! Bin Aim-Meister gerade in Pokémon-Legenden. Richtiger Aim-Meister. Und das, obwohl ich mit Controller spiele. ja, das denke ich mir auch. Ich habe Fieber und alles, aber PCR negativ. Oh Mann, das ist zu viel gearbeitet. Definitiv zu viel gearbeitet. That's not good to Arbeit zu viel. Wirklich nicht. Ich wünsche dir baldigen Urlaub. Hex, Hex. Mann. Good game. Really good game. GG. Ja, das bringt mir nicht viel, wenn ich, dass ich die alle fange, weil ich will ein Shiny davon haben. Und solange kein Shiny da ist, muss ich immer wieder resetten. Das heißt, du bist jetzt krankgeschrieben. Oder gehst du trotzdem arbeiten? Trotz, nee, mit Fieber gibt man sowieso nicht arbeiten. Mit Fieber gehst du nicht arbeiten. Ist Marlene immer noch im Arbeitszimmer eingesperrt? Oder darf die auch mal raus? Erstmal für 60 Euro Immunaufbaukur gekauft. Gar keinen Bock mehr. Mein Körper verarscht mich. Für 60 Euro hab ich mir gerade hier die Xenoblade Chronicles 2 die Edition mit Beilage gekauft. Also, wie nennt sich das? Die Collector's Edition. Nee, nicht Collector's Edition. Verdammt. Nein, sie darf raus. Oh, dann ist ja gut. wie heißt das denn? Auf jeden Fall mit Season Pass, also mit Erweiterung. Deswegen kostet eigentlich 90 Euro. Ich hab's für 60 Euro bekommen. Ist es schon sicher, dass du nicht mitkommst in den Urlaub? Nee, das war nie unsicher. Ich habe nur gesagt, rechnet nicht zu 100% mit mir, weil... Wieso ist das... Ich kann das nicht lesen, wenn es dunkel ist. Lu, warum machst du das?
Ich, das ist fast unsichtbar. Ich habe einen schwarzen Hintergrund. Du machst da schwarze schwarze Buchstaben und ich sehe gar nichts mehr. Das ist ja voll gemein. Was ist das für ein Lifehack? Um andere zu verwirren. Welches Spiel jetzt? Pokémon oder Xenoblade Chronicles? Also, um nochmal auf den Urlaub zurückzukommen. Mein Chef hat mir gesagt, das kann er nur spontan entscheiden, wenn die Regelung mit dem To-Go und der 2G Plus so bei uns bleiben, dann kriege ich vielleicht Urlaub. Aber wenn das wieder normaler Betrieb ist, dann halt nicht. Wenn das so bleibt wie aktuell, dann ja. Ich habe nichts anders gemacht, ist auch schwarz. Aber das Xenoblade, das ist wieder weiß. Ich guck mal, ob ich irgendwelche Verbindungen sehe zu dem... Ich habe nichts anders gemacht und zudem meine Klientin mag das Spiel auch sehr. Meine Brille sagt mir, es gibt keine Übereinstimmung, aber es ist trotzdem beides schwarz. Das sagt mir meine Brille. Aber Xenoblade ist wieder weiß, also du wurdest entflucht, würde ich mal sagen, jetzt so. So ganz spontan. Wieso bin ich ins Dorf zurück? Hallo? Will ich ins Dorf zurück? Ich will ins Dorf zurück, ne? Nee, ich will nicht ins Dorf zurück. Scheiße. Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Verdammt. War ich im Dorf? Wieso habe ich jetzt abgespeichert? Ich bin verwirrt. Shit. Ja, Xenoblade 1 habe ich gespielt. Auf dem 3DS. Und auch damals auf der Wii. Aber ich habe es nicht zu Ende gespielt, weil es mir halt dann doch irgendwie nicht gefallen hat. Also es war halt irgendwie so... Das Kampfsystem war scheiße. Und ich hoffe, dass bei Xenoblade 2 das Kampfsystem besser wird. Besser ist. Ich glaube, ich bin... Oh Mann. Komm schon. Ja, ja. Oh. Ich werfe Bälle, wo sie nicht hingehören. Okay. Don't run! Okay, wir können auf jeden Fall mal resetten. Ich hoffe, du kommst mit, aber ist dann wohl unwahrscheinlich. Warum? Weil ihr Bahntickets bucht und ich keins mehr bekomme, oder wie? Oder weil ich nicht darf, wenn das zu spontan ist? Oder weil die Regelungen bis zu dem Urlaub aufgehoben wurden? Where is the problem? I don't have any issues. Ich hasse Unwahrscheinlichkeiten. Wahrscheinlichkeiten mag ich viel lieber. Nee, wegen den Regeln mit Gastro. Wir sind nicht typische Gastro, wir sind Sparkasse. Und die Sparkasse ist sehr eng mit dem Rathaus und den Beamten verknüpft. Und dementsprechend, wenn Hamburg sagt, wir warten noch mit dem Entschärfen der Regeln, dann hält sich die Sparkasse zu 100% auch da dran. Komm einfach mit, I want you around. Ja, ich auch. ich würde gerne mitkommen. Und ich habe, wie gesagt, meinen Chef auch gefragt. Und er meinte, muss er halt kurz vorher spontan entscheiden. Und ob das dann jetzt klappt oder nicht, das werden wir dann sehen. Ich hätte wirklich Lust mitzukommen. Wirklich, wirklich. Ich war eigentlich fest davon überzeugt, dass ich mitkomme. Na dann, toi, toi, toi. Weil Urlaub habe ich auf jeden Fall, aber es kann sein, dass ich dann den Urlaub erst eine Woche später habe und nicht in der Woche, in der wir, in der der Urlaub ist. Weißt du, was ich meine? Weil ich habe halt in der Woche nicht mehr bekommen, weil da andere Leute schon Urlaub haben und zu viele Leute dürfen nicht fehlen. Weil alles, wurde ja alles schon letztes Jahr eingereicht. Scheinbar.
Aua! Ist da ein Shiny? Nein. Schade. Ich bin Shiny. Corona-Kuss von Marlene. Corona-Kuss zurück. Nein, ein end-koronisierender Kuss. Weil ich habe ja kein Corona. Oh mein Gott! Oh mein Gott, da ist es! Ah! Einfach mal so ein grünes Bärchen gespawnt. What the fuck? Oh mein Gott! Ich habe nicht damit gerechnet, dass es noch heute kommt. Verdammt! Wie sieht das denn aus? Gehen Sie zurück. Kann ich speichern? Wieso kann ich nicht speichern, weil ich einen Ball habe? Kann ich jetzt speichern? Ja. Erst mal speichern? Vielen Dank! Und Ursaring hat ja auch eine Hisui-Form. Das ist ja mega nice. Ich will es haben in einem krassen Düsenball. Düsenball! Bam! Bleib drin. I got it! Yes! Shiny bekommen! Mega nice. In einem Düsi-Düsi-Ball. Ich fange trotzdem die restlichen noch. Das war ja unfair. Hä? Was ist ja richtig rigged? What the fuck? Was guckst du so? Hä? Nimm den Finger aus dem Mund. So eine Frechheit. Der popelt die ganze Zeit in der Nase. Das finde ich nicht in Ordnung. Schade, dass es kein Elite-Shiny war. Die sind halt extrem selten jetzt, ne? Nicht wegrennen. Hallo, nicht wegrennen. Was ist denn mit dir? Oh mein Gott. Jo, wir haben es. Oh, das ist wieder rausgesprungen. Okay. Oh, da kommen immer noch neue, Alter. Wie viele kommen denn da? Kann ich mehr. Meine Bälle. Mit dir. Bam. Das da hinten sitzt er einfach und schläft oder was? Darf es das? Es rennt! Wohin? Wohin rennt das denn? Dun. Bam. Was war das für ein Geräusch? Das gehört? Ist der Auflauf jetzt beendet? Immer noch nicht. Schweres Exemplar, ich bräuchte noch eins. Irgendwo hier muss noch eins rumpimmeln, oder? Hä? Muss hier nicht noch irgendwo eins sein? Da ist es! Es hat sich versteckt hinterm Bärsch. Wir gucken mal. Stufe 9? Ja, ist doch in Ordnung eigentlich. Bam, Junge! Meins! Oh yeah, I'm the best. Das ging wirklich schnell. Okay, wir gehen zurück. Und dann gucken wir uns das mal an. Und dann ist der Stream eigentlich auch wieder perfekt beendet. Bei 1,5 Stunden. Wir haben gleich 18 Uhr. Ich habe noch Hausaufgaben auf, deswegen muss ich den Stream leider heute früher beenden. Ich muss noch mir so ein paar Burger-Variationen ausdenken. Falls ihr Burger-Ideen habt, dann ballert sie in den Chat. Schreibe ich mir auf. Weiß nicht, wie viele Rezepte ich ihm eigentlich abgeben muss, aber ich muss auf jeden Fall so ein paar Burger-Kreationen mir noch ausdenken. So, das sind übrigens meine Legendaries, die drei Seen-Pokémon. Dann haben wir Heatran. Wir haben Palkia, wir haben Regigigas. Dann natürlich noch Cresselia und Giratina. Huch. Ach, das ist ja ein legendär, soll ich gerade sagen. Das sind meine Shinies aktuell. Und da kommt jetzt wieder ein weiteres hinzu. Da ist es. Oh, es ist so sweet. Guckt es euch an. Es ist grün. Thunfisch-Teriyaki-Burger.
Das übersteigt, glaube ich, unser Budget. Aber ich schreibe es trotzdem auf, weil ich es nämlich persönlich geil finde. Das esse ich immer bei Steffen Hensler im Ahoy. Da esse ich immer den Thunfischburger und der ist halt einfach so Bombe. Der schmeckt so geil. Ich brauche ein anderes dafür. Nee. Okay, schreib's doch hier auf. Okay, das wäre so geil, wenn er das machen würde. Ich würde, glaube ich, den ganzen Tag nur Burger futtern. Thunfisch, Terry. Yaki. Burger. Thunfisch Teriyaki, habe ich aufgeschrieben. Give me more of that. Und Grüße genauso, die gerade neu zugeschaltet haben. Ich habe gerade einen shiny Teddy Urser gefangen. Das ist voll sweet. Ich muss mal gerade gucken, wie ich das zu Ursa Luna entwickeln kann. Teddy Ursa Entwicklung. Yep. Was? Level 30 zu Ursaring und danach zu Ursaluna? Hä, verstehe ich nicht. Bei Vollmond? Torfblock bei Vollmond. Hä? Das kann doch nicht. Das verstehe ich nicht. Aber Torfblock verstehe ich. Das hat das jetzt drei Entwicklungen. Es entwickelt sich von Teddy Ursa zu Ursaring und von Ursaring zu Ursaluna. Oder wie? Es ist, Lucy, der letzte Satz ist schon wieder schwarz. Das finde ich nicht in Ordnung. Warum wird das so ausgeblendet? Warte mal, kann das, vielleicht hat das einen anderen Grund. Nee, das ist nur auf dem Handy so, dass es ausgebunden wird. Lecker mit Ziegenkäse. Den habe ich schon. Das war der erste Burger, den ich genannt habe, als er mich gefragt hat. Als er gesagt hat, er möchte gerne auch ein paar Ideen haben an Burger, habe ich gesagt, ja, ein Ziegenkäse. Also mit karamellisiertem Ziegenkäse drauf. Richtig geil. Dazu dann, weiß ich nicht, normaler Patty vielleicht, aber auch eher so ein Geflügel-Patty. Dann hatte ich noch die Idee, so einen Hummus-Burger auf jeden Fall zu machen, mit Hummus-Topping. Dann halt ganz standardmäßig, aber auch geil, mit gebratenen Champignons, der ist auch immer richtig Bombe. Dann halt ein Blauschimmel-Käse-Burger, ist auch, also mit so einer Blauschimmelsoße, ist halt auch gewöhnungsbedürftig, aber auch schon geil. Ein Salsa-Burger könnte man noch machen. Das sind halt alles nur verschiedene Soßen. Ich hatte ja auch die Idee für so einen Puffer-Burger, also mit Kartoffelpuffer, so ein Kartoffelpuffer-Rösti drauf. Aber ja, das fand er gar nicht geil, fand er scheiße. Also zumindest war es komisch, weil das kennen die halt nicht. Alles lecker, Alf. Ja, ist auch lecker. Aber Ziegenkäse war halt der erste, den ich genannt habe, weil kenne ich halt auch aus der Therme. Da haben wir sehr gerne, wenn wir Burger hatten, unseren Emser Thermenburger Spezial gemacht. Und der war halt immer mit karamellisierten Ziegenkäse obendrauf. Und mit Puffer, glaube ich. Wir hatten Puffer drauf, wir hatten Patty drauf, wir hatten den Ziegenkäse drauf, den karamellisierten. Dann hatten wir Rucola drauf, Tomaten, Gurken. Und wir haben halt so eine extra Cocktailsoße gemacht aus Eiwa, Tomatenmark ein bisschen, Senf und ein bisschen Mayo. Nur ein bisschen, weil Mayo ist scheiße. Also ich mag einfach kein Mayo. Und dann haben wir noch ein bisschen Knovi mit reingemacht und alles lecker abgeschmeckt. Das war schon echt geil. Das war schon lecker, lecker. Also auf jeden Fall ein paar geile Ideen. Vieles davon habe ich ja schreibe ich mir gerade auch mal wieder auf. Wo ist jetzt mein Kulli hin? Also, als du die Nudeln gemacht hast mit Ziegenkäse. OMFG. Oh mein fucking Gott. Oh my fucking God. Ach so, da ist ja noch ein fucking dazwischen. Ich hatte Nudeln mit Ziegenkäse gemacht. Es ist auch schon lange her. Ich erinnere mich da gar nicht mehr dran, wenn ich ehrlich bin. Das war im Urlaub, oder? Das war in unserem Urlaub, wo ich das gemacht hatte. Alter, das ist lange her.
Aber du hast recht, das war geil. Jetzt habe ich es wieder. Was hatten wir? Wir hatten Thunfisch, habe ich auch geschrieben. Champi Burger, genau, hatte ich gesagt. Champi. Ja, im Timmendorfer, genau. Ist mir gerade, die Erinnerung kam gerade wieder zurück, so vage. Aber ich weiß nur noch, dass es Nudeln waren mit Ziegenkäse. Mehr weiß ich schon gar nicht mehr. Was war da noch alles drin? Tomaten, glaube ich. Der war schon geil, aber ja, wenn ich so ein Gericht jetzt nochmal machen würde, würde ich das neu kreieren, weil ich habe gar nicht mehr die ganzen Ingredients im Kopf, die ich damals benutzt habe. Es wird trotzdem gut werden, aber ich habe halt die Ingredients nicht mehr alle im Kopf. Aber es war schon geil, muss ich auch sagen. Es war schon echt mega. Ziegenkäse ist aber auch echt geil. Was hatten wir hier noch? Ich schreibe den Ziegenkäse auch mal mit auf. Ziegenkäseburger. Und dann habe ich noch überlegt, noch einen griechischen Burger zu machen. Das wäre dann mit Tomaten und mit Oliven, klar. Und dann mit Feta. Gibt's ja auch so als Scheibe. Das heißt, dann ist der Patty gratiniert mit dem Feta. Und die Soße ist dann halt eher so eine typische Joghurt, griechische Joghurtsoße. Also so ein bisschen wie Tzatziki angehaucht. Nur halt ohne Gurke, weil die Gurke ist ja schon mit auf dem Burger drauf, ne? Schreibe ich auch gerade mal auf. Das war gerade Geistesblitz. Also richtig genial. Burger. Ja, lecker. Alles lecker. Ich schneide gerade Gemüse für die Bolognese. Ich habe sogar mal Sellerie. Sellerie ist super. Sellerie gehört halt, meiner Meinung nach gehört so ein bisschen Suppengemüse immer in eine Bolognese rein, in feinen Würfeln. Sellerie ganz wichtig, weil Sellerie halt diesen typischen diesen natürlichen Umami drin hat, der quasi, wenn man, das merkt man vielleicht manchmal, wenn man so auf Sellerie beißt, dann läuft einem so ein bisschen das Wasser im Mund zusammen, weil da Umami drin ist, was halt den Hunger anregt. Das ist ja quasi, Glutamat ist das künstliche Pendant zum japanischen Umami, das halt einfach natürlich ist. Und das ist halt hungeranregend. Deswegen sollte Sellerie immer mit drin sein, so ein bisschen. Damit dieser natürliche Umami halt mit drin ist und den Hunger anregt, sodass das Essen noch geiler schmeckt. Und Möhren gehören auch, finde ich, als Brunoise in eine Bollo. Und Lauch auch. Oder Frühlingszwiebel alternativ. Okay, ich habe Teddy Urser, das ist Level 28. Entwicklung war aber erst ab Level 30 entwickelt sich das. Und dann mit dem Torfblock zu Ursa Luna. Das könnten wir vielleicht noch hinkriegen. Auch damit lecker, wie du sagst. Gestern habe ich wieder vegane Chicken Noodles Soup gemacht. Vegan Chicken? Yep, kommt alles außer Lauch. Ja, statt Lauch dann halt Frühlingszwiebeln. Das als Alternative kann man ja immer gut nutzen. Ich möchte gerne dieses Ursa-Ring entwickeln. Dazu muss ich leider gerade mal den Herrn Dialga mal gerade wegkicken. Dann. Wir haben da nämlich was von Ratio Farm. Das soll helfen, habe ich gehört. Zack, ich würde gerne wissen, wie Ursa Luna als Shiny aussieht. Habe ich da überhaupt irgendwas? Ja. Oh, den benutze ich nicht. Ich benutze den, oder? Nee, ich benutze erstmal die hier. Oder ich benutze gleich die. Ha. Hahaha. Ist ja schon geiler, einfach zwei davon zu benutzen. Dann einen Torfblock brauchen wir noch. Haben wir einen Torfblock? Hat jemand einen Torfblock für mich? Oh, da haben wir einen Torfblock. Geil. In die Tasche. Ihr wollt doch auch sehen, wie Ursa Luna aussieht. Also wirklich, wirklich lecker. Und Grüße genauso, die gerade neu zugeschaltet haben.
genug geredet über Essen, sonst, ich habe jetzt auch selber Hunger. Wir sind schon 7 Minuten drüber, ich wollte eigentlich nur bis 18 Uhr machen. Wir haben das Shiny gefangen, ich werde es jetzt gerade nochmal entwickeln. Dann werde ich mir was zu essen machen und meine Hausaufgaben abarbeiten. Und dann ja, sehen wir uns wahrscheinlich morgen eventuell, aber eher übermorgen wieder. Morgen ist nämlich der Konferenzfreitag und den nutze ich ja immer, um mich mit Menschen zu treffen. Und ja, das werde ich dann morgen halt auch machen. Aber erstmal müssen wir uns mal gucken, wie dieses Ursaring aussieht. Ich speichere gerade nochmal, ich habe es ja gefangen. Und dann müssen wir hier hin. Dann gucken wir mal, ob wir das entwickeln können. Nopsie. Dann werden wir davon 2 benutzen. Zack. Okay. Es entwickelt sich eigentlich jetzt. Ja, es kann sich entwickeln. Hallo? Das ist noch wirkungslos. Wir entwickeln das jetzt mal. Ja? Seid ihr mit dabei? Okay. So, Entwicklung wird gemacht. Ein grünes Teddy Ursel, was natürlich extrem süß ist, wird jetzt zu einem hässlichen Ursaring, was nicht so schön ist. Das ist sehr schade, aber Ursaluna ist dann wieder ein geiles Hisui. Das ist einfach ein grüner Bär. Es ist einfach ein fucking grüner Bär. What the fuck? Ich meine, Teddy Ursel sieht ja noch süß aus, aber Ursaring halt einfach nicht mehr. Wirkungslos! Warum? Ach so, weil es dazu auch noch Vollmond sein muss, oder wie? Oh Mann. Also ich hoffe es jetzt, sonst würde ich mich ja jetzt richtig in den Arsch beißen. Wir gehen zum Abend und gucken mal. Oh Mann! Bei Vollmond. Deswegen steht das bei Vollmond in Klammern. Es muss Vollmond sein. Hä, es ist ja gar nicht... abends, das sieht mir aus wie nachmittags. Mann, ey. Gib mir Ursaluna. Brown Bear. Hä? Das ist ja... Ist das... Kann man das... Geht das? Geht das durch? Nee. Was soll das? Ich schlafe jetzt so lange, bis es irgendwo einen Vollmond gibt. Ich bin mich verarscht. Wann ist denn hier überhaupt mal Vollmond? Woher weiß ich denn, wo Vollmond ist? Mann, ey. Ein Shiny. Ja, ich weiß. Ich bin einfach der Geilste. Zumindest was Pokémon Shiny-Handeln angeht. Oder? Ein bisschen? Wir gehen zurück ins Dorf und ich gehe einfach mal ins andere Gebiet. Ich glaube, da kann man besser sehen, wann Vollmond ist. Irgendwo. Hier ist nirgendwo Vollmond. Oh. Kappador! Oh mein Gott! Wir holen uns beim nächsten Mal den Goldfisch. Alter Schwede. Stärkstes Pokémon incoming, Leute. Alter, wie fett ist das denn? Wir gehen rein und speichern da drin ab, damit wir es auf jeden Fall für den nächsten Hand haben. Wo müssen wir hin? Wir können von hier aus runterfliegen direkt. Also gehen wir zum Gipfel. Ach du Scheiße. Fett. Fett, fett, fett. Das ist halt mega nice einfach. Das wollte ich eigentlich der Shiny handen. So, ich speichere. Ich werde auch... Gibt's irgendwie einen Mondkalender? Nee. Ich meine, es ist ja... Es guckt mich so böse an. Oh, es ist halt richtig... Es ist halt richtig wütend, ne? Kann ich nicht einfach nochmal schlafen? Und das ist halt immer noch da. Ich habe mal abgespeichert. Wir gehen zur nächsten Nacht. Ich will mal gucken. Ich weiß es nicht. Es gibt keinen Mondkalender. Aber die Massenbegegnung darf halt nicht verschwinden. Ist das jetzt? Oh. Das sieht irgendwie nach... Massenauflauf ist immer noch da. Geht das jetzt? Irgendwie nicht. Hä? Wieso ist es hier auch wolkig? Ich brauche einen klaren Himmel. Ich schlaf nochmal. Nur um zu gucken, ob das dann geht. Mondkalender.
Ich hätte gerne einen Mondkalender, wenn ich ehrlich bin. Where is the moon? There is no moon. USA stellt die letzte Blablabla-Entwicklung, dass sich wiederum auf Teddy oder. Okay, in der Spiel in der Hauptreihe beim Erreichen wenn es eine 30 ausgelöst ist, wiederum entwickelt sich durch den Einsatz des. Bei Vollmond. Ja. Vollmond! Sieht das aus wie Vollmond? Nein. Gummibären. Ich will doch nur einen Vollmond haben. Ich hab Hunger. Und Vollmond. How long do I have to sleep? Genannt. Das funktioniert nicht. Betrug! Es schneit. Scheiße. Das ist kein gutes Zeichen. Oh, 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 oh. Da ist the sun. Wenn die Sonne untergeht, kommt doch der Mond dann wieder raus. Und das ist dann Vollmond. Und wenn das der Fall sein sollte, müsste ich eigentlich das entwickeln können. Wenn der weg ist, müsste doch dann irgendwo anders hier der Mond aufploppen. Ich warte jetzt darauf. Show me the moon. Geh runter, geh schneller. Und grüß dich, was wir gerade neu zugeschaltet haben. Herzlich willkommen im Stream. Wir brauchen ein shiny Ursa Luna. Deswegen, I'm waiting for the moon. Komm schon. Okay, okay, okay. Okay. Wo ist dieser Vollmond, von dem wir alle reden? Ich halte das für ein Gerücht. Das ist ein Gerücht, es gibt gar keinen Vollmond. Wieso sind hier eigentlich überall Wolken? Oh, es wird dunkler, oh mein Gott, oh mein Gott. Aber kein Mond, ne? Einfach mal kein Mond. Sonne, ja klar, Sonne ist da. Mond? Was ist das? Was ist das? Das kenn ich nicht. Und Arceus kann ich auch nicht fangen, weil ich muss jetzt alle Pokémon treffen. Das ist voll unfair. Hey, jetzt muss der Mond doch aufgehen. Es wird einfach dunkler ohne Mond. Ey, das ist ja richtig frech. Ja, die Freche sind da. Sprich mit mir, wenn du Pokémon wechseln oder Items kaufen willst. Will ich nicht. Lass mich in Ruhe. Oh, da wird's heller. Vielleicht, nee, es wird hier überall hell. Und es ist kalt und ich bin eingeschneit. Kacke. Wo ist dieser verdammte Mond? Oh Mann, das ist ja richtiger Betrug, ey. Hier gibt's, taucht einfach gar keinen Mond aus. Es gibt gar keinen Mond hier in Pokémon. Was haltet ihr von der These? Ich will dieses Ding hier. Das will ich in Shiny. Das hier. Dazu brauche ich einen Mond. Hier ist keiner. Okay, merke ich mir. Nacht. Gute Nacht. Ja, ja, die haben sich schon tausendmal ausgeruht. Es schneit immer noch. Betrug. Ich mache das jetzt noch zweimal. Wenn dann kein Mond da ist, dann muss ich das woanders machen. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Okay, es hat aufgehört zu schneien. Ich sehe keinen Mond. Einmal noch. Wann kommt denn mal ein Mond? Ich hab, glaube ich, schon mal einen Mond gesehen. Ich weiß aber nicht mehr wo. Vielleicht muss ich in ein anderes Gebiet. Ich habe einen Mondstein. Bringt das was? Hier gibt es keinen Mond. Ich fliege jetzt mal hoch. Mond, hallo? Ist er irgendwo? Mond! Oh Mann, das ist voll der Betrug. Die. Kacke.
Naja. Trotzdem sind wir am Ende angelangt von diesem Stream. Ich muss Dinge tun. Ich muss vor allem was essen. Ich habe richtig Kohldampf. Was esse ich denn? Ich weiß es noch nicht. Ich werde irgendwas kreieren. Ich bin gut da drin, Sachen zu kreieren. Manchmal. Wenn ich nicht unter Druck stehe, zumindest. Dann kriege ich das hin. Deswegen bereite ich immer lieber im Ruhigen vor, als dass ich irgendwie so auf Schnips halt rausballer, weil das funktioniert nicht. Und damit wünsche ich allen Leuten, die jetzt gerade gleich essen oder gerade essen oder gerade Essen am Machen sind, wünsche ich einen guten Hunger. Und damit bin ich raus für heute. Leute, ich wünsche euch auch noch einen angenehmen Abend. Lou und auch Marlene, gute Besserung. Bis, irgendwann. Oder spätestens bis zum Urlaub, wenn das funktioniert. I'm out. Wiederschauen, reingehauen, au revoir und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao. Bye, bye. Ich koch noch. Dankeschön. Dum 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 dum